Lässt der DAX noch mehr federn, verliert das Pfund weiter an Wert. Was machen die amerikanischen Notenbanker mit den Zinsen? Die Märkte nicht verschrecken, aber auch die Erwartungen erfüllen. Viel zu besprechen heute mit Christoph Zwiermann von Zwiermann Financial. Schönen guten Tag, Herr Zwiermann. Hallo, schönen guten Tag. Ja, reden wir zuerst über Amerika, die Fed und die Zinsen. Sie glauben, wie die Mehrheit der Marktteilnehmer, dass es eine 25 Basispunkte Senkung geben wird. Manche sagen aber, warum nicht gleich 50? Gefährlich. Ja, also die Forderung der Politik ist 50, ganz klar und deutlich. Man kann natürlich sagen, dann hätte man schon mal wirklich etwas getan, um die Inflation wirklich nach oben zu bringen, weil die Hauptbegründung lautet ja, Inflation zu niedrig, wir müssen etwas tun, weil die Konjunkturdaten, das ist ja das, was der Herr Paul immer wieder gesagt hat, er will das Konjunkturdaten abhängig machen, dann dürfte er eigentlich gar nichts machen. Aber ich bin der Meinung, er wird 0,25 machen. Hier bei der Zinskurve sehen wir, wenn er die gerade bekommen will, also eine normale Kurve, dann muss er hier vorne runter und hinten besteht eben das große Risiko. Wenn man vorne zu schnell runter geht, dann entsteht Inflation und Inflationserwartungen sind zwar niedrig, aber von der Zahlen, die vorliegen, also sprich die Löhne, die jetzt also gestiegen sind, die Zahl von letzter Woche vom GDP von 2,1, die Erwartung war bei 1,2. Ja, allein dort die Lohnsteigerungen besagen schon, dass es demnächst mehr Inflation geben wird. Das heißt, Rohstoffe steigen. Das heißt also, wir sind hier an einem Punkt, wo wir bis Jahresende eher 3% Inflation in den USA haben. Wenn das so wäre, dann ist das lange Ende hier das Risiko. Und das entsteht auch, wenn er jetzt vorne zu schnell senkt, dann entsteht mehr Inflation und dann wäre das hier das Risiko für die Bondmärkte. Mhm. Und wenn die Bondmärkte abkippen, dann wäre das Risiko für die Aktienmärkte. Genau. Aber 50 Basispunkte erwartet ja nur Donald Trump und eine Minderheit. Die meisten sagen ja 25 Basispunkte. Und von diesen 25 Basispunkten ist doch das meiste schon in den Aktienmärkten drin, oder? Ja, da ist so viel drin. Da ist eine Einigung zwischen China und den USA drin. Da ist sehr viel Konjunkturerwartung drin. Da ist zum Beispiel nicht drin, dass teilweise die Gewinne fallen. Ja, und man das eigentlich gar nicht so wirklich handelt. Sind natürlich auch Aktienrückkäufe drin. Also um es nur mal vom großen Bild zu zeigen. Idealerweise diese Welle D hier. Wir haben ja immer gesagt gehabt, wenn Welle C kommt, dann die neue Hochs. Wäre ideal, wenn wir hier so 3033 erreichen würden. Nicht nur, weil das eine schöne Zahl ist, sondern weil es hier von dieser Linie genau das Hoch wäre. Das hatten wir letzte Woche 3027. Was dann passieren würde, ist das, dass wir eine relativ intensive Welle E bekämen. Mhm. Ja. Aber die 3033 sind ja jetzt auch noch nicht so weit weg, dass man nicht sagt, mit einem Fortschritt beim Handel, mit einer moderaten Zinssenkung, wäre das doch noch machbar? Ja, logisch. Das kann auch sagen wir mal, mit einer kurzen Übertreibung passieren, wenn der Markt sich kurz freut. Wäre ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja. Und von dem her trotzdem, um zu sagen, wie es dann weitergehen könnte, wenn wir unter das alte Hoch hier von 2954 fallen, dann wäre das da oben sozusagen ein Fehlausbruch gewesen. Würden wir Richtung 200-Tage-Linie gehen, bei 2795 im Moment, bleiben wir drüber, wäre das Ziel, und zwar aus dieser Formation, 3180. Also ich glaube, da wir überall in allen Zeitbereichen sehr stark überkauft sind, dass wir eher nach unten tendieren werden. Wobei die Volatilität nicht so ist, dass man irgendein Maß oder Übermaß von Misstrauen, Panik, Ängsten, Sorgen am amerikanischen Aktienmarkt daraus ableiten müsste. Ja, das ist das Problem, weil in Amerika ist es so, auch bei den ganzen ETFs, die man in Bezug auf die Volatilität handelt, dass man die Positionen, je tiefer der VIX ist, desto höher die Positionen. Und von dieser Seite her kann man im Moment auch hier sehen, der Markt ist überkauft, es hat keine Angst und sind da schon fast historische Tiefs. Wenn wir also hier nur ein kleines Stückchen ansteigen, dann kann das schon zum Abbau von Positionen führen. Also insofern würde ich das eher als ein gutes Niveau halten, wo ich billig absichern kann. Also weil wenn wir hier bei 20% oder 25% sind, ist es zu teuer. Ganz anders im DAX, da geht es gleich mal 300 Punkte runter. Jeder fragt sich, wofür eigentlich? Der Tag vorher war auch nicht besser oder schlechter. Nichtsdestotrotz, hier sehen wir deutlich mehr Verkaufsdruck, auch eine schwächere Berichtssaison zugegebenermaßen, aber nichts, was unerwartet jetzt vom Himmel fällt. Ja, nun, es ist halt so, es gibt mehrere Faktoren. Also man muss das eine sagen, der DAX ist für Deutschland zuständig und die meisten deutschen Aktien sind in ausländischer Hand. Und
die Zahlen, die jetzt letzte Woche kamen, PMI, also Einkaufsmanager und so weiter, waren für Deutschland im weltweiten Vergleich richtig schlecht. Bei 43, was sehr viel unter der 50 ist, wo man sagt, Rezession. Und das andere ist natürlich das, im Moment, wenn der Euro ein bisschen schwächer tendiert, sagen wir zwar, ist positiv für den DAX, aber der Ausländer macht dann auch nochmal dort Verlust. Und dann irgendwann kommt er an den Punkt und steigt aus. Also das heißt mit anderen Worten, das Wichtigste, was wir im Moment hier haben, an dieser Trendlinie von unten, ich erkläre es vielleicht nochmal besser so, diese weiße Linie war im Grunde genommen die Trendlinie, die haben wir unterboten und dann sind wir bei 12,1 jetzt gestern aufgeschlagen. Also das ist der Punkt, der erstmal halten muss, sonst haben wir den Trend, der von 10.300 kommt, gebrochen. Okay, dann schauen wir mal weiter. Hoppala. Noch einmal auf den Tageschart. Das ist Tageschart. Ja, ganz gut. Okay. Gut. Ganz kurz wollte ich hier auf Draghi hinweisen. Draghi am 18. Juni mit dieser Wahnsinnspressekonferenz und der DAX ist nach oben geschossen mit Tagesreversal. Und das war jetzt in der vergangenen Woche die Pressekonferenz, wo Draghi sich eigentlich innerhalb der Pressekonferenz komplett gedreht hat und eigentlich gesagt hat, wir erwarten höhere Inflation bis zum Jahresende. Und eigentlich hätte er dann schon fast sagen müssen, dann brauchen wir auch nichts zu machen. Aber der Markt hat das eigentlich sofort verstanden und ging runter. Das ist jetzt der gestrige Tag. Wenn wir jetzt hier hingehen und würden so eine Schulter-Kopf-Schulter zeichnen, dann würden wir sehen, dass wir hier bei 12.170 an der Nackenlinie sind. Wir könnten noch mal drüber kommen. Ich glaube, dass wir kurzfristig noch eine Erholung brauchen. 12.300 und würden dann eigentlich weiter fallen. Kurzfristige Erholung, also im DAX. Einer der DAX-Mitglieder, Lufthansa, gleich zweimal gebeutet, vor 6 Wochen mit der Gewinnwarnung. Jetzt gleich nochmal nach den Zahlen. Da haben auch viele Unterstützungen schon nicht mehr gehalten. Wo ist die, worauf es jetzt wieder ankommt? Also das ist 6 Wochen zurück. Ja. Mhm. Jetzt die 17 durchgereicht, die 15,50 durchgereicht, 14 das Tief. Also es geht wirklich darum, 14,30 ist der Punkt von diesem Retracement, von dem gesamten Anstieg, wenn es sozusagen um die 14 nicht hält. Da sind wir gerade dran. Genau. Wenn das hier nicht hält, würden wir also Richtung 9 fallen. Man kann natürlich auch Risiko sagen, ich kaufe das Ding bei 14 in der Erwartung, dass es von hier steigt. Mhm. Okay. Auf Währungsseite. Erwartbar schwach in dieser Woche das Pfund, nicht nur zum Dollar, sondern zu vielen Währungen, Yen, Euro, Franken, alles. Ist ja jetzt nicht überraschend, dass die Hard-Brexit-Diskussion nochmal an Fahrt aufnimmt. Wo sehen Sie denn jetzt das Pfund über die nächste Zeit? Man dachte ja eigentlich, das wäre schon eingepreist gewesen, harter Brexit. Ist ja kein neues Thema. Ja, ich glaube, es war ja die Hoffnung da, dass sozusagen also mit Boris Johnson man sozusagen erstmal alles, was ja, das Pfund ist ja im Vorfeld schon gefallen, ja, und zwar sehr stark. Und hier bei 1,24 gegenüber dem Dollar, das war also jetzt, als Johnson dann an die Macht kam, ist ja ein Wochenchart, und jetzt diese Woche dieser Einbruch. Ich glaube, hier wird klar, dass ein harter Brexit sehr wahrscheinlicher geworden ist. Mhm. Und das ist das, was man ja immer noch vermieden hat. Und da bin ich der Meinung, kommt wirklich Kapitalabfluss zustande. Vom Ziel her hier 1,1926 war das Tief 2016 beim Brexit. Ja, also das heißt, da wären wir wieder sozusagen an der Brexit-Ebene. Mhm. Noch kurz an den Rohstoff- bzw. Edelmetallmarkt. Wir hatten uns schon in den letzten Wochen daran gewöhnt, dass Gold recht stark ist. Auf einmal sprang auch Silber an auf Jahreshoch. Gold-Silber-Ratio deutlich über 80. Hatten wir jetzt auch lange nicht. Dann kommen natürlich gleich so Sprüche wie Silber ist das neue Gold. Ja. War es noch nie, um es mal ganz klar zu sagen. Aber was ist Ihre Erwartung an einen Silberpreis, der auf einmal angesprungen ist? Na gut, er ist sehr, 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 sehr lange vernachlässigt worden, ist das eine. Das andere ist, wenn Sie die Relation zum S&P und zum Silber sehen, dann würde man sehen, dass man auf einem 50-Jahres-Tief des Silbers ist. Das heißt also ein 50-Jahres-Hoch des S&P, also im Vergleich zum 50-Jahres-Tief des Silbers zum S&P. Ja. Das heißt also hier könnte man das auch sagen, wenn irgendetwas Nachholbedarf hat, dann ist es in dem Fall das Silber. Rein technisch gesehen ist es so, dass diese 16,20 unheimlich wichtig ist. Der Markt muss da drüber bleiben, weil sonst wäre diese Abwärtsbewegung hier bis 13,89, hier bei dieser 16,65 nur ein Retracement gewesen. Das heißt also mit anderen Worten, der Markt, das kann ich jedem sagen, der Silber hat, muss über der 16,20 bleiben, sonst gibt es nochmals eine Bewegung nach unten. Bleiben wir da drüber, gute Möglichkeiten Richtung 20. Okay, Christoph Zermann, vielen Dank. Gerne. Ja, Silber ist nicht unbedingt das neue Gold, hat sich aber in den letzten Tagen ordentlich entwickelt. Ein neues Jahreshoch.
Das hat der DAX schon lange nicht mehr. Neuer Verkaufsdruck, fast 300 Punkte an einem Tag, der größte Tagesverlust innerhalb des letzten halben Jahres. Und Korrekturpotenzial ist da noch da. An der Zinsfront, Erwartungen sind hoch an 25 Basispunkte von Jerome Powell, die es nach unten geht. Manche sagen 50. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand bei der Aktionär TV.